Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Jade Alliance 3. Es ist an der Zeit, sich mal mit Dr. Gruselheim zu unterhalten, so ein bisschen. Habe ich hier noch gar nicht alles geplündert? Ich dachte, wir hätten. Na dann machen wir das doch vorher noch. Oder sind hier sogar noch Gegner? Ich weiß es nicht. So, Warschauer Pakt, panzerbrechende Munition brauchen wir nicht. Nachtsichtgerät. Wow. Das ist ja richtig gut verbessert hier, das Ding. Moment mal, was ist denn da für ein... Das ist doch ein Thermalzielfernrohr, oder nicht? Ja, das ist ein Thermalzielfernrohr. Okay, das Zeug lasse ich mal hier liegen einfach. Und dann lege ich auch die ganze panzerbrechende 762 hier hin. Das kann sich mal jemand abholen kommen. Also die Warschauer Pakt 762, ne, nicht die NATO. Das kann sich mal jemand abholen können. Kommen irgendwie Kalina, Fox oder so. Die können es doch gebrauchen. Haben wir noch mehr davon? Das würde mich ja jetzt interessieren. Ein Überfanatiker. Da sind wirklich noch Gegner. Becoming undetectable. Okay. I will move silently. So, wo ist ein Quarki? Ready. Da. Dazwischen passen wir nicht. Da muss der gute dort hin. Und daraus sieht er aber nichts. Na doch, man kann doch hier zwischen. This is always the best way to do things. Visualize success to unlock potential. Center yourself. Breathe. Let the negative energy flow away from you. Ja, so machen wir das. Looking for stealth kill position. I will try to remain hidden. Yes? Aiming. Going undercover. Okay, hier sind immer noch Gegner. Ah ne, jetzt nicht mehr. What? Das war der letzte. Blendgranaten, okay, nicht so cool. Hier von den HE-Granaten hätte ich gerne noch ein paar. I spotted something. Ich würde auch gerne Zeug verkaufen können, wenn ich ehrlich bin. Das wäre irgendwie nice. The door is locked. Ja, da kann sich doch Livewire drum kümmern. Ein Reanimationsset, wie nice. Das hier können wir mal auffüllen bei Gelegenheit. Ach, eigentlich könnte Thor das bekommen, ne? Der kann damit ein bisschen besser umgehen. Aber die Teile sind irgendwie echt selten scheinbar. So, dann gucken wir uns mal an hier den Kram. Was ist denn das hier eigentlich? Hallo da. Ich dachte, da liegen Leute drin. Normalerweise so Kryokammern.
Ist ja auch ein Kryolabor. Medizintechnik-Checks erfolgreich. Diese Aufzeichnungen zeigen, dass die Kryokammer mehrere Male genutzt wurde. Der medizinische Zustand von... keine Ahnung. Kammer scheint nicht... doch, scheint besetzt zu sein. Technikcheck erfolgreich. Die Daten der Kryokammern werden an einen Computer weitergeleitet, mit dessen Hilfe Namen und militärischer Rang der einzelnen Personen in den Kammern dann auf hochmodernen Floppy-Disketten gespeichert werden. Auf Insassen scheinen Nazi-Offiziere aus dem Zweiten Weltkrieg zu sein. Jo, okay. Let us see what the Lord in his wisdom has given us. Ja, dann lass uns noch auch mal nachschauen, bitte. Nicht nur so tun. Kann ich das eigentlich? Nee, das kann ich nicht. Zu Schrott verarbeiten, Granaten zerlegen. Nicht unsere Spezialität scheinbar. There's some quality stuff in here. Wir haben ein bisschen Compositum 58 gefunden. Mega gut. So, Senfgasgranaten könnte behalten. Muskelberge versetzen. Ja. Das sollte Quarki mal lesen. Just got better. Kraft 52, na gut. 52 ist nicht so krass. Barry Unger. Noch ein PSG 1. Was hat denn das drauf? Das hat irgendein komisches Zielfernrohr. Ach, das ist das Standard-Zielfernrohr. Das Banz und Fox, die... Nee, nicht Banz. Fox und Kalina. Die müssen hier mal hin, auf jeden Fall. Hatte ich den schon geplündert? Und sich so ein bisschen Zeug abholen. Ready to, do stuff. We're moving. Ah, eine Schrotflinte, okay. Kann auch da liegen bleiben. Haben wir eigentlich einen Chip oder sowas? Nee, ne? Chips sind aus. Na, schade. Let's see what we found. We could always use more meds. Dietriche. Cool. Ach, das waren mehrere. Cool. Ach, das hier sind auch mehrere. Ist ja mega. So, hier, das haben wir alles geplündert. Dann sind wir, glaube ich, soweit mit Plündern durch. Dann können wir jetzt endlich mit Dr. Gruselheim reden. Mal sehen, was der Mann zu sagen hat. Was hier vielleicht noch Schlimmes passiert. I can now officially capitulate. Take me to your government as an honored prisoner. Erzählen Sie uns von Ihrer Forschung. Ah, natürlich. What are you interested in? Alles.
Das Kryolabor. It was before the war, when I discovered the Wunderfrostschutzmittel, as I call it, in the Drachenberg Mountains, north from here. The Wunderfrostschutzmittel is a wonderful cryoprotective regenerative agent. It makes the vitrification procedure possible with negligible intracell ice formation. The Wehrmacht was very interested in the possibilities. They built the U-Bahn from the coast to the mountains. And Projekt Eisdrache was born. Mhm. Das ist ein Ding. So, wer sind die Leute in den Kammern? When they realized they were losing the war, some of the top Wehrmacht und Gestapo officers were vitrified here, binding their time until Siegfried prepares their grand return. What do you want me to do with them? Ja, sie sollen sich vor Gericht verantworten, oder? The vitrification is not a simple process. It will take time. But once it's done, I will be happy if they face justice for their crimes. Okay, was machen wir mit ihm? Auch vor Gericht stellen eigentlich. I'm looking forward to it. Ja, weiß ich nicht. Sie können gehen. Sie waren als Nazi-Kollaborateur ins Gefängnis. Sie werden im Waffenlabor für uns arbeiten. Oh. Schicken wir ihn in die Dieselklinik. Ich meine, die rote Tollwut, dagegen haben wir ein Heilmittel. Aber ihn in die Dieselklinik zu schicken, die Idee finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. That sounds interesting. I have some new ideas how to improve the Supersoldat formula by introducing females to the program. Na? Fine, fine. I will concentrate on fixing young Siegfried's mistakes. Okay, das war eigentlich nicht die Idee dahinter, aber ja. Ist okay, würde ich sagen. Dann schauen wir mal rein hier in die Notizen. Wo haben wir das denn? Landsbach? Nee. Doch, Siegfried wurde... Nee. Da. Was denn hier eigentlich mit dem Museum von Ajani, Leute? Suchen nach Biff, Docs. Wo ist denn das hier? Hey, ich finde die Quest gar nicht mehr. Gerade doof? Wahrscheinlich, ne? Ist es Landsbach? Nee. Doch, Dr. Gruselheim wurde zur Dieselklinik geschickt, um die Vorbereitung von, um die Verbreitung von Diesel aufzuhalten. Okay, also da ist ein Teil davon auf jeden Fall. Hier die U-Bahn, ne?
Die eingefrorenen Nazi-Offiziere werden aufgetaut und der Gerichtsbarkeit überstellt. Als neuer Leiter der Dieselklinik wird Dr. Gruseheim daran arbeiten, den Einwohnern von Landsbach zu helfen. Dr. Gruseheim hat insgesamt 40 Jahre eingefroren in seiner Kryokammer verbracht. Ach, das war seine Kryokammer. Okay, dann war er immer 3 bis 5 Jahre wach irgendwie. Und dann wäre er 10 Jahre lang eingefroren. Okay, schauen wir mal in die E-Mail. Bobby Race, Lieferung ist angekommen und hier gibt es einen Treuebonus. Der Erhalt einer Belobigung von Lifewire ermöglicht es uns, hier $2000 aus dem AIM Star Fonds zu bezahlen. Okay. So, dann sind wir damit fertig. Wunderbar. Wir müssen mal schauen, wo wir als nächstes hinwollen. So, hier U-Bahnhöfe, alles erledigt. Was macht denn Charlie Squad gerade? Habt ihr eine Aufgabe? Ne, die erholen sich. Aber die kommen da nicht hin. Die müssen über den geheimen Tunnel gehen, ne? Wo ist denn der geheime Tunnel? Genau hier. In I-11. Let's go for a walk. Dann reisen die dorthin. Und wir müssen hier drüben noch Morde und Teddybären machen auf jeden Fall. Schatz auf dem Farm. Da müssen wir noch mal hin. Ins Museum müssten wir auch noch mal. Genau, Morde und Teddybären wollen wir machen. Wir haben noch ein bisschen Zeug dabei, ne? Ja, hier so eine Tontafel zum Beispiel. Nur so eine Tontafel. Wenn es nur so eine Tontafel ist, dann legen wir die mal hier mit rein. Da können sich dann Fox und Kalina drum kümmern. Ich hoffe, die haben noch genug Platz im Inventar dafür. Habt ihr eigentlich 762 NATO? Ja, habt ihr. Sehr gut. Dann können wir die Galil, glaube ich, mal einschläfern. Na, ist die Farmers oder die Galil besser? 6 AP, 30 Reichweite, 9 Crit. Da ist die Galil sogar besser, ne? Erhöhter Bonus durch Zielen. Ach, brauchen die ja dann nicht mehr, ne? Weil Kalina bekommt das PSG. Und Fox bekommt die AK. Der Rest wird dann hier verbraucht, dann bekommt... Ach, die schwere Rüstung sollen die wahrscheinlich gar nicht nehmen, oder? Mittlere Rüstung reicht für die beiden eigentlich. Einen Helm könnten die mal gebrauchen.
Fox zumindest. Dann nehmen die noch die Rüstung und das Tablet mit, legen das irgendwo hin. Und dann passt das. Da müssen wir ja nicht vorbei und wir wollen hier hin. Ach, wenn wir sowieso zu diesem blöden Tunnel gehen, gehen wir zu dem blöden Tunnel. Oder gehen wir direkt hier rüber und lassen den Schatz auf den Farmen erstmal in Ruhe. Wahrscheinlich lassen wir den Schatz auf den Farmen erstmal in Ruhe. So, hier nach Fort Brigand wollen wir. Heading out. Da ist der nächste Ausgang nämlich. Hey, give me something else to do, man. I don't do well with unstructured time. Ach, hier bist du. So, dann stellen wir mal ganz viel 762 NATO-Panzer brechend her. Das können die Mädels sich dann nämlich abholen. Dann haben die auch genug Munition. Dann tauschen die da ihre Munition einfach aus. So, und dann gucken wir hier mal ins Sektorversteck rein. Nee, einen Chip haben wir leider nicht. Finden wir denn Chips bei Bobby Rays eigentlich? Theoretisch vielleicht, praktisch eher nicht so sehr. Einen Helm haben wir auch nicht. Ich habe schon überlegt, die Mädels zum Mörser-Team zu machen. Das wäre auch ganz cool, aber brauchen wir meistens nicht. Wie komme ich denn hier raus? So. There is too much traveling in this job. This is one thing I do not like. Tja. Der Alpha-Trupp ist da. Dann könnt ihr jetzt von hier aus einfach unter die Erde gehen. Nee. Das heißt, wir müssen da einmal in den Sektor hineinschauen. Warum sind wir im großen Wald? Wir sollten eigentlich beim geheimen Tunnel sein. Ach, die reden heute nicht mit mir. Alright. Ready and as always. Oh, was könnte ich hier noch plündern? Achso, Senfgasgranaten. Ja. Aus Prinzip benutzen wir die nicht. Ich hab doch... Duck. Oh, jetzt erst. Okay.
Charlie Truppe ist da, wird mir aber nicht angezeigt auf der. Achso, weil die unterirdisch sind. Die müssen wir erstmal hochkrabbeln lassen. Hier, ne? Ich würde gerne wissen, wo es dahin geht. Your decisiveness is inspiring. Ah, das wird mir irgendwie nicht angezeigt, okay. Naja, ah, wir sind richtig. Hier liegt auch noch ein Haufen Zeug rum. So, und wir werden hier mal ein bisschen was hinlegen einfach. Ach, Granaten hätten wir natürlich auch für die beiden Mädels da lassen können, ne? Egal. Hm, ja, das passt. So, dann, wo müssen wir denn hin für Morde und Teddybären? Das ist Zwillingsgut, genau. Dann fangen wir doch mal hier an mit Morde und Teddybären. Sehr schön. Alles Zeug, das wir nicht brauchen. Aber jetzt können wir hier diese Kiste öffnen mit Livewire. Hallo da! Und finden darin Medikamente. So, dann schauen wir uns das mal an hier. Ach, wurdest du vom Wagen überfahren? Nee, ich dachte schon, der hockt da einfach dran. Aber wir können uns hier gar nichts angucken weiter, ne? We're going, right? Beziehungsweise das hier haben wir schon angeschaut. Ah, vielleicht gucke ich mal in die E-Mails. Bobby Race ist angekommen. Danke. Nicht richtig, aber da steht auch nichts dazu, ne? Jemand ermordet auf dem Ackerland Menschen und hinterlässt Teddybären am Tatort. Das hier müssen wir uns dann auch nochmal angucken. Ja, wir gucken uns erstmal Morde und Teddybären an. Ja, da müssen wir echt überall rumreisen nochmal. Also hier im ganzen rechten Bereich zumindest alles, was wir noch nicht erkundet haben, gucken wir uns dann einfach nochmal an. Let's move. So, das hier haben wir bestimmt schon angeschaut. So, Alpha-Truppe ist da. So, hier bauen wir einen Schalldämpfer an. Noch ein Stahlrohr. Na, das muss im Inventar liegen. Oh, ich hoffe, das funktioniert.
Aha. Ja, das hätten wir live vorher machen sollen, lassen sollen. Oh, Kalina kann es nicht. Ah, okay. Ah, okay, da... kann Larry das? Ist der in Technik gut genug? Ich hoffe. So, dann kommt da erstmal Standardmunition rein. Die Linse können wir auch da liegen lassen. Das nehmen wir mit. Das hier wollen wir haben. So, ein Thermalzielfernrohr haben wir, einen roten Punkt haben wir, das ist super. Aber was können wir denn hier ran machen? Ein Zweibein theoretisch. Ja, für einen Schalldämpfer fehlt uns das Stahlrohr. Da müssen wir mal gucken, wo wir noch eins herbekommen. Das nehmt ihr mit. Das bringen wir auch irgendwo in Sicherheit. Na, die schwere Rüstung brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. So, dann würde mich mal interessieren, haben wir hier Stahlrohre rumzuliegen? Irgendwo haben wir bestimmt Stahlrohre, ne? Ja, da oben. Dann müssen wir da nochmal hin. Gucken wir uns mal an. Larry Technik 14 nur. Oh ne, da müssen die damit zu den anderen rüber. Also quasi ein Stahlrohr besorgen. Und dann zu den anderen. Wow. Ach, du. Alright. Das ist natürlich jetzt ein bisschen umständlich. Somewhere, then that is where I will be. That's okay. Just common courtesy. Dann schauen wir uns hier das auch noch mal an mit dem Teddy. We move with certainty. Und dann können wir uns beim nächsten Mal neue Sektoren anschauen. Ja, okay, also hier gibt's nichts Neues. Dann machen wir an der Stelle beim nächsten Mal weiter. Für heute war's das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.